Willkommen in Sandau an der Elbe, vor der Pfarrkirche St. Laurentius und St. Nikolaus, die Sie übrigens gerade zur Kirche des Jahres wählen können, auf www.ekd.de. Oder per Postkarte, Informationen gibt's im Pfarramt. Haben Sie auch Sorge vor der großen Ansteckungswelle, der wir nicht ausweichen können? Kommen Sie mit auf den Weg von Karfreitag zum Osterfest. Der Apostel Paulus schreibt im zweiten Brief an Timotheus: Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes wollen wir uns versammeln, doch Gott ist nicht da. Auch wir haben uns nicht vor Augen. Die Nächstenliebe hält uns voneinander fern. Wir bleiben zu Hause. Noch scheint der Tod nur in fernen Ländern reiche Ernte zu halten. Aber wir wissen, dass die Gefahr unausweichlich auf uns zukommt. Im Matthäusevangelium hören wir, wie Jesus verzweifelt darum betet, dass ihm die Hinrichtung am Kreuz erspart bleibt. Seht hin, er ist allein im Garten, er fürchtet sich in dieser Nacht, weil Qual und Sterben auf ihn warten und keiner seine Freunde wacht. Du hast die Angst auf dich genommen, du hast erlebt, wie schwer das ist, wenn über uns die Ängste kommen, dann sei uns nah, Herr Jesus Christ. Seht hin, wie hart sie ihn verklagen, man schlägt und spuckt ihm ins Gesicht und will von ihm nur Schlechtes sagen. Und keiner ist, der für ihn spricht. Wenn wir an anderen schuldig werden und keiner unser Freund mehr ist, wenn alles uns verklagt auf Erden, dann sprich für uns, Herr Jesus Christ. Warum hast du mich verlassen? Hat der Mensch am Kreuz gerufen. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Doch wo bist du jetzt, Licht der Welt? Tod ist der Gott, der nicht nur will, dass wir die andere Wange hinhalten, sondern er gibt sich lieber selbst in den Tod, als seine Macht so zu beweisen, wie wir es tun würden, mit Macht und Vergeltung. Tod ist der Schöpfer, verraten von seinen Geschöpfen,
weil er auf die Macht verzichtete, der ohnmächtige Gott. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche waren die Jünger versammelt und die Türen verschlossen aus Furcht vor den Juden. Furcht hält die Türen zu. Noch nie so wie jetzt. Und doch hat sie zu jeder Zeit Türen verschlossen, auch Kirchentüren und Herzen. Immer schon hat die Furcht Menschen getrennt voneinander und von Gott. Und doch ist er längst durch die Hölle hindurchgegangen, damit wir wirklich leben können. Das Leben hat schon gesiegt. Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war. Denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegt. Ich glaube an den Vater, den Schöpfer dieser Welt, der uns mit seiner Liebe, mit seinen Händen hält. Er schuf aus nichts das Leben, den Mensch als Frau und Mann, die Krone seiner Schöpfung. Ich glaube daran. Ich glaube an Jesus Christus, der auf die Erde kam, der Mensch wie wir geworden, die Sünde auf sich nahm. Er ist am Kreuz gestorben, doch brach er neue Bahn, denn er ist auferstanden. Ich glaube daran. Ich glaube an den Geist, den man im Herzen spürt, der überall zugegen und Gottes Wege führt. Er wird die Welt verwandeln und treibt uns weiter an, in Gottes Sinn zu handeln. Ich glaube daran. Ich glaube an Gemeinschaft, die mit Gott als Fundament. Ich glaube an die Liebe, die einigt, was uns trennt. Wir werden auferstehen, wie Christus es getan. Die Schuld wird uns vergeben. Ich glaube daran. Gott will nicht den Tod des Sünders. Wenn du Angst hast und dir Frieden wünschst, hör nicht auf, nach Gott zu rufen. Er hat dich längst gehört
und kommt auch durch die geschlossenen Türen. Da kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Gesundheit, ihre Arbeit oder ihre Angehörigen sorgen. Stärke uns alle, diese Isolation zu Hause auszuhalten. Schenke den Eltern Kraft und Geduld, bei allen Sorgen auch noch die Kinder zu Hause zu unterrichten und zu beschäftigen. Schenke den Regierenden Weisheit, zum Wohl der Menschen mit dieser Krise umzugehen. Du bist da, Gott, aber manchmal spüre ich dich nicht. Trotzdem danke ich dir, Gott, für kleine Zeichen deiner Gegenwart. Neuer Zusammenhalt auf die Entfernung, Nachbarschaftshilfen und alte Spiele mit den Kindern zusammen neu entdeckt. Danke, wo wirtschaftliche Hilfen und Ideen funktionieren. Danke für alle Menschen, die das System für uns am Laufen halten. Danke, dass ich immer und überall zu dir beten kann. Danke, dass Jesus für uns gestorben ist, aber zu Ostern wieder auferstanden ist vom Tod. Amen. Der Herr segne und behüte dich in Gesundheit und in Krankheit. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und deiner Familie. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.